Heute hören Sie Teil 2 unseres Gesprächs mit der taiwanischen Masterstudentin Yang Kai-won. Als Gewinnerin eines DAAD-Wettbewerbs konnte die Medizintechnik-Ingenieurin Darmstadt, Berlin, München und Nürnberg besuchen und die Unilandschaft dort kennenlernen. Heute berichtet sie von den Stationen und Eindrücken ihrer Reise. Meine erste Station war Darmstadt. Dort habe ich Forschungslabore besucht, die Stadt besichtigt und die Uni kennengelernt. Dann ging es weiter nach Berlin. Dort habe ich am Endausscheid des Falling Walls Lab teilgenommen und die Science Week 2021 besucht. Das ist eine Konferenz für akademischen Austausch. Ich war dort 5 Tage. Dann hatte ich ein bisschen Zeit bis zu meinem nächsten Termin und bin nach München gefahren. Ich habe mir die Stadt und die Uni angeschaut. Diesmal habe ich mich zwar nicht mit Professoren getroffen, aber ich habe mir selbst einen Eindruck von der Umgebung verschafft. Mitte November habe ich dann an einer Innovation Week des DAADs und der TU 9 teilgenommen. Das war ein Programm und ein Wettbewerb für Start-ups und Innovationen. Das dauerte auch 5 Tage, die ich in Nürnberg verbracht habe. Als das zu Ende war, bin ich über Frankfurt zurückgeflogen. Drei Wochen lang war Yang Kai-won, finanziert vom Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD und der Technischen Universität Darmstadt, in Deutschland unterwegs. Der Höhepunkt war ein 5-tägiger Aufenthalt in Berlin, wo sie als Taiwan-Beste des DAAD-Wissenschaftswettbewerbs Falling Walls gegen Gewinnerinnen und Gewinner aus aller Welt antrat. Im Vordergrund stand auch in Berlin der wissenschaftliche Austausch. Das geplante Programm war sehr reichhaltig. Ich habe nicht nur an Veranstaltungen zu Forschung, Innovation und Studienmöglichkeiten in Deutschland teilgenommen, sondern auch am Endausscheid des Falling Walls Labs. Dann habe ich das Naturkundemuseum Berlin besucht und eine Konferenz, auf der die wissenschaftlichen Errungenschaften aus dem ganzen letzten Jahr ausgetauscht wurden. Mein größter Aha-Moment war folgender. Ich hätte nicht gedacht, dass es in Deutschland so viele Orte gibt, an die man gar nicht denkt, wo trotzdem akademische Forschung betrieben wird. Zum Beispiel das Naturkundemuseum. Man geht nicht nur rein und besichtigt die Ausstellung und dann geht man wieder raus. Dort drin gibt es mehrere Labore, in denen man Sachen lernen kann, zum Beispiel zur Bewahrung von Artefakten und so weiter. Das hat mich ziemlich begeistert. Mir gefällt, dass dort überall Forschung betrieben wird. Einen besonders herzlichen Empfang erlebte Yang Kai-won in Darmstadt, der ersten Station der Reise. Weil die TU Darmstadt in Taiwan aktiv um junge Talente wirbt und Yang Kai-won eine Promotion in Deutschland anstrebt, wurde sie direkt mit potenziellen Doktorvätern und Müttern in Kontakt gebracht. Ich habe dort einige Professorinnen und Professoren getroffen und mich mit ihnen ausgetauscht. Ich konnte ihren Forschungsbereich ein wenig kennenlernen und verstehen, welche Art von Studenten sie für ihre Labore suchen. Das erste war das Materialforschungsinstitut. Sie beschäftigen sich mit dem Aufbau und Nutzen von metallischen Oberflächen und mit der Wiederverwertung von Batterien. Ein anderer Professor forscht in der Medizintechnik. Er beschäftigt sich mehr mit Elektrizität und Design, Sensoren und Aktivitätsmesser, zum Beispiel für die Atmung und die Herzfrequenz und Maschinen in der Diagnostik. Nach den beiden Gesprächen hatte ich ihre Grundlagenforschung einigermaßen verstanden, aber momentan ist mir selber noch nicht ganz klar, worauf ich mich in meiner Promotion spezialisieren möchte. Abgesehen davon habe ich noch mit Vertretern des Büros für internationale Beziehungen gesprochen, um zu erfahren, wie man als ausländische Studentin ein Studium an der Universität aufnimmt. Yang Kai-won erlebte Darmstadt als schmucke Kleinstadt in wechselhaftem Herbstwetter. Ihr gefiel die Atmosphäre, sagt sie, auch wenn sie sich in Berlin insgesamt am wohlsten gefühlt hat. Eine weitere Station, München. In München war ich eher als Touristin unterwegs.
Es gab dort so viele Sehenswürdigkeiten und man kann sie alle zu Fuß erlaufen. Ich war die ganze Zeit über zu Fuß unterwegs. Zum Dom und zur Adidas-Fabrik und durch die Wohngegenden dort bin ich auch gelaufen und habe mir alles angeschaut. Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass München eher eine Urlaubsstadt ist. Ich habe mir dort vor allem die Architektur angeschaut, italienische Restaurants besucht und französische und britische Läden. Mein Gefühl war, dass sich dort sehr viele Kulturen vermischen. Aber kalt sei es dort gewesen und laut, mit vielen Baustellen, berichtet die Taiwanerin. Als letzte Station der Reise war Yang Kaiwan eingeladen, an der Innovation Week in Nürnberg teilzunehmen, eine Veranstaltung des DAADs in Kooperation mit den TU9, dem Bündnis von 9 technischen Universitäten Deutschlands, die sich an deutsche und internationale Forschende richtete. Das zielte darauf ab, Wissenschaftlern bei der Unternehmensgründung zu helfen. Sie hoffen, so mehr neue Technologien auf den Markt zu bringen und das Leben der Menschen zu verbessern. Vormittags hatten wir Einzelgespräche, bei denen es um unsere jeweilige Forschung ging. Am Nachmittag hatten wir Gruppentreffen, bei denen wir gelernt haben, wie man Business Presentations hält oder wie man in Deutschland Finanzierung für das eigene Projekt findet. Ich fand es nützlich, aber nicht so spannend. Die Konferenz in Berlin war sehr interessant und nützlich gewesen. Diesmal war es vor allem nützlich. Wir wollen unseren Forschungsgegenstand auch irgendwann kommerziell verwerten. Wenn wir dafür eine Firma in Deutschland aufbauen oder die CE-Kennzeichnung der EU erhalten könnten, dann wäre das super. Und in dem Seminar ging es eben darum, wie man in Deutschland Geschäftspartner oder Finanzierungsmöglichkeiten findet. Das war sehr hilfreich. Ihre Reise hat Yang Kaiwan in ihrem Plan bestärkt, nach Deutschland zu gehen. Nicht nur als Wissenschaftsstandort und internationale Drehscheibe hat ihr das Land imponiert. Auch für eine weitere Karriere im Bereich von Biotech sieht die Masterstudentin viele Chancen für sich. Aktuell bin ich im Kontakt mit einigen Profs in Deutschland. Aber bei meinem letzten Programmpunkt, der Innovation Week, hatte ich auch noch eine andere Idee. Ich kann einerseits weiter nach Promotionsmöglichkeiten suchen und gleichzeitig nach einer Arbeit suchen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit unserer aktuellen Forschung nach einer Kooperation mit einer deutschen Universität zu suchen und so zu promovieren. Ich habe auch festgestellt, dass nicht alle Leute direkt vom Master in die Promotion übergehen. Deswegen dachte ich mir, ich kann mich erstmal noch ein bisschen umsehen. Ich habe mich auf meiner Reise mit vielen Forschenden und Studierenden über ihre Laufbahn und ihre Pläne unterhalten. Jeder hat unterschiedliche Vorstellungen und unterschiedliche Gründe dafür. Aber mein aktueller Plan ist, gleichzeitig nach Arbeit suchen und mich auf Promotionsplätze bewerben. So habe ich mehr Optionen. Ich würde natürlich gerne in Deutschland arbeiten. Und vielleicht finde ich ja eine Arbeitsstelle, die mich bei meinem Promotionsvorhaben unterstützt. Sie hörten das Wochenendmagazin mit einem Interview mit der taiwanischen Masterstudentin Yang Kaiwan über ihre Reise nach Deutschland und ihre Pläne für eine Promotion in Deutschland.